Jabba Hutt. Jabba the Hutt. Ja. Ich schlafe dann irgendwann immer ein und dann wache ich irgendwann auf, dann sehe ich irgendwie einen kleinen Jungen Abspann. Und dann denke ich, oh, nee, ja, dann, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Wow, so sieht das aus, wenn ich Star Wars gucke. Ich kann es einfach nicht durchgucken. Es geht nicht. Jetzt dürft ihr alle sagen, Blasphemie. Ja, ich kann es einfach nicht. Ich auch nicht, liebe Fee. Gar nicht. Ich muss aber gestehen, so geht es mir bei Herr der Ringe. Echt? Ich kann, auch. Ich kann den Film nicht durchgucken, weil der so lang geht, dass ich jedes Mal auf der Couch einpenne. Glaze? Ja. Da hast du recht, der ist schon lang. Ich hab alle drei hintereinander geguckt. Ich auch. Ohne einzuschlafen und danach mir noch die Specials angeguckt. Ruther, bei deinen Aufnahmezeiten ist es so, dass du sowieso ein Zombie bist und das kannst. Brains. Nee, Brains. Bei Ruther ist das Blocks. Ja, nachts, Minecraft ist nachts ziemlich schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist, wenn man immer nur irgendwas Langes baut, dann wird das doch schon sehr schwer, sich wach zu halten. Also ich spiele lieber nachts LOL mit anderen Leuten, dann bleibt man wenigstens wach. Und fällt rum. Ja, rumfehlen gehört dazu, das ist klar. Ja, das müsste sogar eigentlich gehen. La, 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 la. Die Frage ist, oder... Ja, das Problem ist, wo darf ich die denn hinbauen? Soll ich die jetzt auch an die Siedlung hinbauen? Oder erzähl doch mal. Wo haben wir den Platz? Ich bräuchte im Prinzip eine kleine gerade Fläche, weil wenn ich jetzt hier anfange, den Berg zu einebnen... da hänge ich ja schon die ganze Zeit an der Einebnung dran. Kannst du die unterirdisch bauen? Prinzipiell möglich. Dann habe ich einen Platz für dich. Oh nein, oh, ich weiß genau, wo du es hin. Ich weiß es genau. Ja, wieso, wo habe ich denn hier das Loch gerade? Nicht, Fee? Meinst du nicht, das ist ein guter Platz dafür? Ja, ich weiß ja nicht, was jetzt... Achso, ja, vielleicht. Ist nur ein bisschen laut hier. Nein, nicht unter Kühen oder Schafen oder sonst was. Ach ja, dann geht's nicht. Jemand hat mich als Freundin zugehört. Es sind da ein paar Schafe über mir. Ein paar. Der war gut, ich sehe die Herde. Wer ist es? Und die muss noch wachsen. Die Herde. Ich hab damit was vor, die muss noch wachsen. Will es von mir? Ja, dann musst du dir woanders einen Platz suchen. Irgendwo, ja, scheiße. Ich kenn keine Celine, also nehme ich dich ja auch nicht bei Facebook an. Och, sei doch nicht so. Sie möchte doch nur dein Freund sein. Sie möchte dein Freund sein. Ich würde gern dein Freund sein. Sie möchte ein Glücksbächer sein. Das wäre wunderbar. Ich komme mal raus und wir gucken mal nach einem Platz für dich. So, ich fütter mal eben meine Herde, damit die ein bisschen wächst. Ich gucke erst nach einem Platz. Also, wir haben echt hier schon... Da hinten fliegt der Blaze rum. Über dem Hobbit-Haus ist auch doof, ne? Was, Hobbit-Haus? Ja. Oh, die Voice, ganz vehement. Ja. Wir haben ein Hobbit-Haus, genau. Los, fresst meine Schafe, wachsen. Dann steigt die Voice dir aufs Dach. Aufs Dach. Von deinem Darkroom. Aufs Darkroom-Dach. Aufs Darkroom-Dach. Darkroom-Dach! So, ein Risiko! Warum wusste ich, dass das kommt? Wir können das gleichzeitig, das Geilste bei uns. Ja. Ich wusste, wenn ich jetzt singe, dann singt Ruther auch. Ja. Ey, wir kennen uns schon einfach viel zu gut. Wir können es schon viel zu gut einschätzen. Ja, Bobby, das sind gar nicht so viele Schafe. Oh nö. Ab ins Bett, ab ins Bett erstmal und dann suchen wir einen Platz für dich. Ja. Ich würde jetzt sagen, du darfst bei uns schlafen, aber es geht nicht, weil wir haben keine Betten mehr übrig. Genau. Ich mach mir einfach ein Bett und stell es oben drauf. Oben in meinem Garten oder was? Aber natürlich. Unter freiem Himmel. Im Garten. Da müssen die Schafe warten. Philipp hat dich eingeladen zu einer Veranstaltung. Übrigens, Space, du hast keine 2 Stunden mehr. Die ersten 20 Minuten sind schon rum und am Ende musst du ja noch die ganzen Sachen machen. Also. Oh, was für Sachen? Ich weiß von nix. Ich weiß von nichts. Das schützt dich nicht. Unwissenheit schützt vor Singen nicht. Oh ja. Und jetzt ist es auch nicht mehr unwissend. Genau. Worauf habe ich mich da eingelassen? Hör doch bloß auf, du kennst die Minecraft-WG ganz genau. Ich doch nicht, weißt du doch. Weißt du, ich habe es jetzt geschafft, ein Dreivierteljahr vehement nicht zu singen, obwohl ein paar Abonnenten von mir das auch wollten. Und jetzt muss ich, ne? Wer hat denn den Flax abgebaut? Wer hat den Flax abgebaut? Ich. Ach so. So, Mann, hier ist ja so schon unsere Felder. Du brauchst eine gerade Fläche, sagst du, ja? Ja, wir können auch eine gerade Fläche machen. Ihr habt ja hier... Wir haben alles. Ja, ne? Hügel. So, ich würde sagen,
ich würde sagen, entweder hier hinter dem Flachs, dass wir ein bisschen gerade Fläche anbauen. Es sollte halt auch nicht zu weit weg von eurem Lagersystem sein, außer ihr stellt dann zwei World Anchor auf. Aber ja, das sollte ja auch kein Problem sein, ne? Zwei World Anchor? Was denn? Komm mal runter und gib mir deinen blauen Sack. Oh nein! Blaue Sackception! Die Wolf hat schon wieder ihren Sack in den Sack gesteckt. Oh, blaue Sackception! Sackception! Ach, wo ist sie? Wie süß sie das gesagt hat. Rana, kommst du mal runter und gibst mir deinen blauen Sack? Ach, ich dachte schon, was will die jetzt von mir? Was ist los? Will die meinen Sack? Ja, wenn Voice so einen Ton anschlägt, dann will sie was. Ja, ja. So. Verdammt. Ich würde sagen, wer ist denn hier hinten? Wer ist mit hier hinten? Hier so. Du bist so weit genug von den Schafen weg, die hörst du sie nicht? Mäh. Maul. Ist das gut so hier? Mäh. Ja. Also wir können es jetzt so machen, entweder du leist mit deinem Destruction Catalyst oder du machst ich hier gerade Ebene. Übt. Hier stimmen. Das muss aber hinterher noch angepasst werden, dass es schön aussieht, aber na gut, das kann ja irgendwann. Was hast du da gerade gesagt? Nix. Du hast den Dreck eingesammelt, ja, dann kannst du hier ein bisschen ja jetzt anbauen. Hast du genug Dreck oder soll ich dir noch mehr Wie tief hättest du es denn gerne? Oder ist die Höhe gut oder noch tiefer? Ja. Also tief muss es, glaube ich, 6 Blöcke. Hier, komm her, pass auf. Hier, nimm das. Genau. Nimm das. Schmeiß rüber. Ich wüte einmal kurz um die Welt, ne? Ja, mach nichts kaputt. Denk dann, nicht mehr denk dann, überall drunter ist irgendwas. Wenn du das auch nicht zu weit in den Berg rein, da ist nämlich das Hobbithaus hinter. Ah, ja. Wie viel Gras die fressen, die scheiß Viecher. Meine Güte, wie sind das? Sind das schon 100? Mief? Ja? Zähl mal. Okay. Nein, mach da hinten dein Ding weiter. Eins. Das nennt man dann warte, Beschäftigungstherapie. Das musst du anders machen. Du musst so machen. Du musst dich auf den Baum stellen, dann fängst du an. Genau. Eins, zwei. Ich bin vom Baum gefallen, verdammt. Auch was Schönes. Wie viel wächst denn dieser Baum noch, ey? Beschneid ihn schon immer. Alter, das wird. Aua, beschneiden ist nicht gut. Ach was. Beschneiden ist gegen das Ding ins Gesetz. Gegen das Ding ins Gesetz, genau. Das, genau. Das Baumschutzgesetz. Denn das Ding hat auch Gesetze. Ja. Okay, Blaze. Das Ding hat auch Gesetze. Okay. Ja, na klar. Verstehe. Ich gehe wieder unter meine Schafen. Ich geh unter meine Schafe. Die sind so schön weich. Und von unten sehen sie gut aus. Aber nichts Unanständiges machen, Ruzzer, ne? Noch mal, Mensch. Hui. Unter den Schafen ist es fast wie über den Wolken. Ja. Es ist genauso schön flauschig weich. Ich falle in ein tiefes Loch. Oh, wie schade. Eine Schafparade. Ja. Alles klar, Fee. Ja. Vielen Dank. Ach ja. Mief, hast du uns eigentlich vermisst, Mief? Ah, total. Das hat sich jetzt so überzeugend angehört, dass ich mir gedacht habe, ja. Naja, ich glaube. Da fliegen dir die Löffel weg. Ich glaube, er hat mir täglich ungefähr 40 SMS geschrieben, wie leid es ihm tut, dass er hier nicht dabei sein kann und dass ich ihn ja nicht rausschmeißen soll. Oh. Er hat mich, ja. Genau. So war das. Nein, wir haben darum gebettelt, dass ich nicht gehe. Ja, genau. Weil Rather genau das nötig hat. Ja, genau. Genau das habe ich nötig. Aua! Nicht. Katze, was willst du? Aua! Komm her, ich nehme dich mit Facecam auf. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon gerade umgehauen. Ist alles gut? Hört ihr mich noch? Ja. Sieht aber scheiße aus gerade. Ich muss hier ein bisschen das Mikrofon so wieder ein bisschen. Der Standfuß ist gerade weg. Rather, du sollst aber nicht die Katze als Popschutz benutzen, ne? Ja, bitte nicht. Kennst du das Spiel? Oh, jetzt habe ich es ein bisschen hoch gemacht. Wie hieß das? Postal? Kennst du Postal? Ja. Da konnte man doch so eine Katze als Schalldämpfer benutzen, ne? Ja. Was? Ja, das sind tolle Dinge, die man da tun kann. Da hat man so eine Schruffel, da konnte man vorne eine Katze drauf machen, damit ich nicht so laut war.
Also quasi der Katze rektal die Schrotflinte eingeführt. Yes. Autsch. Oh mein Gott. Jetzt wisst ihr auch, warum das Spiel ab 18 ist. Ja. Denke ich für Löcher im Boden. Naja. Also ich war's nicht. Nee, das war ich selber irgendwann mal. Wie immer. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Keiner gibt es zu. Och doch, wenn ich was kaputt mache, dann sage ich das auch. Vielleicht noch so mit so einer kleinen Schadenfreude nebenbei. Nö, das weiß ich, das war schon so. Der Blaze darf nichts kaputt machen, der weiß nämlich genau, dass ich ihn irgendwann treffe und dann gibt es das wieder. Ja, das Problem ist ja, du könntest ja genauso gut auf meine Singleplayer oder auf die Together-Welt gehen und auch was kaputt machen. Das stimmt. Ja, wir sind doch hier keine Griefer, ich glaube, ja, genau. Weil wir genau das nötig haben. Kann auch einfach bis zu Gamescom warten, wo ihr uns übrigens antreffen werdet, den Blaze und mich und auch wahrscheinlich die Fee. Ja, ich bin auch da! Der Mief, korrekt. Der Mief, glaube ich, auch. Jetzt muss er ja sagen. Also, ja. 70% steht's fest, ja. Die so Voice weiß ich jetzt nicht. Bitte? Ist die Voice auch da? Nein. Also die Voice ist auch da, ihr müsst sie nur noch überzeugen. Schön. Die Voice ist auch da, ihr müsst sie nur noch überzeugen, ja? Okay. Nee, das hat nichts mit Überzeugung zu tun. Ich würde schon gerne, ich kann nur nicht. Okay, na, muss man halt akzeptieren, aber wir anderen sind zumindest alle da. Genau. Und ich kann da ein Foto von der Voice mitbringen. Oder eine Videoaufnahme. Und dann habe ich beides. Das wäre Voice gewesen. Ja, wenn sie dort gewesen, hier gewesen wäre, dann hättet ihr wohl euch antreffen können. Pech gehabt, tut mir leid. Hätte. Man kann nicht alles haben. Hätte, Fahrradkette. Ja, das auch. Klar. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Leben sammle. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen will. Aber irgendwie verlockt es mich immer, wenn ich jetzt gerade Leben sehe, dass ich abbaue. Wahrscheinlich, weil ich die alten Thermofirma-Folgen gesehen habe und dachte, Leben brauchst du. Rather, du spielst eben gerne im Dreck. Ja, das sowieso. Ja. Das macht euch doch nicht fertig! Das machen wir immer. Das ist ein Standardprogramm. Das gehört dazu. Leider. Ja. Das gehört hier zu Minecraft WG auch schon. Wir machen es auch fertig. YouTube-Style! Oh Gott. Take it, YouTube-Style. Genau. Oh man. Ratto Fatto Rotherman! Oh yeah! Oh Mann, Leute. Habt ihr zu viel gekippt? Offensichtlich. Nein, wir sind so. Offensichtlich zu wenig. Fede, weißt du, wenn du vor der Aufnahme mindestens drei. Bei was? Nein, ich hab nur meine Leine nicht gezogen. Drei Kakao trinken. Mindestens. Ja. Wie weit bist du denn in Tomb Raider? Ich bin bei... Oh, wo bin ich? Ein bisschen mehr Elan. Mir ist gerade eine wichtige Person weggestorben, was mir aber leider viel zu beschissen inszeniert war. Also, war ja mal sowas von plump. Die haben sich überhaupt nicht richtig die Zeit genommen, um die Videosequenzen so richtig stimmig zu machen. Und dann dachte ich mir so, nee, bei sowas könnte ich nicht weinen. Tut mir leid, Leute, habt ihr wohl verkackt. Ja. Ich bin gerade dabei, alle zu retten aus diesem Tempel. Birka. Ja, Tempel. War mehr Informationen wären cool, weil ich spiele das Spiel selber nicht. Achso, also du weißt ja aus den. Also du hast die anderen Teile aber gespielt, ne? Ja, so ziemlich alle. Du weißt auf jeden Fall, worum es geht, weil Laras Vater ist ja schon lange tot. Ja. So, und da hat sie diesen Kerl, diesen Roth, der ihr wohl alles beigebracht hat, was sie weiß, auch ein Archäologe, irgendwie so ein Abenteurer. Und ja, die nehmen sich ziemlich viel Zeit, um diese Beziehung zum Roth aufzubauen. Und am Ende nimmt er dann irgendwie, stirbt er dann für sie, indem... Spoiler-Alarm, warte einen Moment, wir müssen erst Spoiler. Wenn ihr okay. Nichts wissen wollt, dann schaltet... Lalalalalala, Spoiler-Alarm. Ist quasi weg. So, genau. Okay, jetzt geht's mal weiter erzählen. So, und irgendwie werden die verfolgt von einem Oberbösewicht auf der Insel. Und dann schmeißt er irgendwie eine Axt nach Lara und natürlich, wie es so kommen muss, dreht sich Roth in dem Moment um mit Lara und fängt diese Axt für sie ab und dann, Lara hat ja mal diese zwei Knarren, ne? Ja. So, und die hat sie eigentlich von Roth bekommen. Das kommt aber in dieser Videosequenz nicht rüber. Die zeigen zwar die beiden Knarren und wie er die in der Hand hat, als während er gerade stirbt und sie, die dann da sitzt und weint,